Es geht weiter mit Zones, dem verseuchten Planeten. Und diesmal im Expert-Mode. Ein Planet, bei dem es im Expert-Mode wesentlich mehr Gegner zu erwischen gibt, als im normalen Modus. Somit dürfte den meisten Leuten, wenn sie sich nicht gerade zu viel wagen, eine Medaille hier doch deutlich leichter fallen. Obwohl ich gerade sehr unzufrieden bin mit dem, was ich gerade geleistet habe, obwohl es so viel mehr Gegner sind an dieser Stelle, habe ich eine ziemlich miese Ausbeute gerade nur gehabt. Also. Egal. Oh je. Ein Emulatorhänger und ich befürchte fast, dass mir das jetzt bei jedem Scheinwerfer blüht. Und das ist eine Katastrophe, um es mal so zu sagen. Wobei ich mir sowieso vorgenommen habe, um auch dieses Level ein bisschen vom normalen Modus abzuheben, mich mal erwischen zu lassen später. Dieser Zeitpunkt ist allerdings noch nicht gekommen. Also. So, deshalb mache ich an dieser Stelle einfach mal ein Safe State, weil da vorne wieder Scheinwerfer kommen. Und ich habe es geahnt. Er hängt schon wieder. Hängt also in diesem Fall mit den Scheinwerfern zusammen anscheinend. Da hat der Emulator gerade ein bisschen Probleme mit. Das Problem ist, dass er auch meine Charge Unlock Shots mit Verzögerung losschießt. Und es dadurch mir gerade ziemlich schwer macht, hier alle Scheinwerfer zu erwischen. Oh je. So. Das hat aber funktioniert. Das hat auch funktioniert. Das hat funktioniert. Und das hat funktioniert. Die Stelle ist immer noch nicht gekommen, an der ich mich erwischen lasse. Ey, das ist fies. Jetzt hat er den Charge Unlock Shot nicht losgeschickt. Genau, wegen diesem verdammten Hängen hier. So, Safe State. Bringt ja alles nichts hier. Ich muss mich jetzt damit behelfen, weil sonst kann ich das ständig hier neu starten. Der hat gerade deutliche Probleme, der Emulator. Mit diesen Scheinwerfern. Aber egal, da müssen wir jetzt durch. Die Stelle ist gleich gekommen. Oder der Moment ist gleich gekommen, an dem ich mich erwischen lassen werde. Dann tauchen im späteren Levelverlauf auch mehr Gegner auf. Boah ey, der hängt total bei diesen Scheinwerfern. Ich krieg die Krise. Safe State. Ja, komm, mach weiter. So, und diesen Scheinwerfer hier, den lasse ich jetzt mal in Ruhe. Oh, oh, sie haben uns entdeckt. Fox kann es gar nicht besser sagen. Und nun kommen die feindlichen Versorgungsschiffe und jetzt kommen Gott sei Dank erst einmal keine Scheinwerfer mehr. Zunächst. Und hier neben tauchen nun erstmals U-Boote auf. Die würden normalerweise an der Stelle, glaube ich, noch nicht kommen, wenn man die Suchscheinwerfer alle erledigt. Juhu, wir haben alles für eine Medaille. Safe State. Man weiß ja nie. Das hat funktioniert. Wieder ein Safe State.
Und jetzt hängt er hier gerade schon wieder, was wahrscheinlich mit der Vielzahl an Gegnern zusammenhängt, die jetzt hier gleich kommen. Ja, ich hab's geahnt. So, hier werfe ich jetzt mal eine Bombe. Dann haben wir die auch etwas schneller erledigt hier mal. Jubiai! Was war das denn gerade für ein Geräusch? Egal. Mein Freudengeräusch. Diese Scheinwerfer geben jetzt nicht mehr so viele Abschüsse, aber wieder einen Emulatorhänger. Ey, ich hab's geahnt! Der schickt die Charge-Unlock-Shots nicht los, wenn das hier hängt. Unglaublich. Ach. Jeez Louise. Wie Falco hier in Englisch normalerweise sagen würde. Aber in diesem Fall sagt er einfach nur Leilotard. So, ein paar Minuten haben wir noch, um den Boss hier Platz zu machen. Und der, liebe Freunde, ist hart im Expert-Mode, da ihr unheimlich viel Energie bei einem Treffer verliert und zwangsläufig wird er euch zumindest am Ende wahrscheinlich mindestens einmal treffen. Also aufgepasst. Da habe ich dann endlich mal... Oh, meine Güte, immer das Gleiche hier. So, immer erst auf diese Arme hier in der Mitte zielen. Und anschließend auf die Schlote. Und auf den Kran. Ach, dummerweise habe ich jetzt keine Bombe mehr. Verdammter Mist. So. Aber der Kran ist erledigt. Noch rechtzeitig, kurz bevor der Schlot kam. Gott sei Dank. So, und jetzt sammle ich mir erstmal ein paar Bomben hier. So, und jetzt mache ich einen Safe State, weil jetzt kommt seine fiese Attacke, vor der es sich zu schützen gilt. Ja! Oh Mann, wenn jetzt der Emulator noch nicht so hängen würde. Das nervt mich gerade. Das nervt mich gerade tierisch. Aber ich habe das Muttersöhnchen. Juhu! Und sogar eine recht anständige Punktzahl, wenngleich mein Rekord noch weit weg ist, aber egal. Man will ja nicht angeben. Ja, jedenfalls haben wir die Mission nur beendet, nicht erfüllt, weil wir von einem Suchscheinwerfer getroffen worden sind. Dementsprechend sagt Peppy, sieht aus, als kämen wir nach Macbeth. Wir müssen nämlich die schwere Route nun wieder verlassen. Zunächst einmal. Es war der letzte Planet vor Venom. Es folgen noch Area 6 und Venom und dann haben wir endlich unser Let's Play abgeschlossen. Freut euch auf die letzten beiden Parts. Während der Emulator mal wieder schön hängt. Bis zum nächsten Mal.